Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Bloons Tower Defense 6. Bewerte den Part und viel Spaß. Es gibt nur neuen Helden, als ob Etienne, Drohnenbediener. Dieser Hightech-Held kann den Bloons mit seiner ferngesteuerten Drohne überall hin folgen. Drohnenschwarmen. Etienne startet vorübergehend 4 weitere Drohnen, um massenhaft Bloons platzen zu lassen. Und UGAF, Überwachungsdrohne mit hoher Flughöhe, wird für kurze Zeit zur vernichtenden Kampfdrohne. Oh, das hole ich mir. Moment mal, was war denn damit? Jo, stimmt. Ich hatte zuletzt noch ein paar Trophäen gesammelt, bevor ich krank wurde. Ah, schrei mit einem Lachen oder schrei einfach Spieler 3 an, weil er kein Geld mit dir teilt. Der blanke Horror. Ich glaube, ich hole mir erstmal maßgeschneiderte Kraft. Finsterer Farmer. Die Stunde deiner Feldfrüchte hat geschlagen und der finstere Farmer ist da, um alles zu holen. Ja, dann sehen meine Farmer doch cooler aus, oder was ist das? Ja, das nehme ich bitte einmal, ja? Und dann fehlt eigentlich nur noch das Affenwissen. 5 Skillpunkte? Hä? Was hab ich denn gemacht? Und wohin wollte ich? Der Bloon-Aufschlag des Bombenwerfers betäubt 25% länger. Beginne jedes Spiel mit einem Haufen dauerhafter Nagelsperren am Ende der Strecke. Zeitstopp hält länger als normal. Tragbare Seen kosten 40 Affengeld. So, und jetzt kann ich wieder das machen. Affenboosts dauern länger. Und dauerhafte Nagelsperren. Die Angriffsgeschwindigkeit des Reißnagelwerfers ist um 8% erhöht. Ja, das doch auch auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, schaue ich mir mal vielleicht eine neue Map an. Ah, ich erinnere mich. Deswegen habe ich so viele Level. Ich hatte ganz viele Maps, die ich schon gespielt habe in den Aufnahmen. Nochmal auf leicht und mittel. Privat gespielt, damit ich neue Karten freischalte. So war das. Ah da, eine neue Map. Überflutetes Tal. Das war es scheinbar schon. Dann gehe ich, weil es thematisch gerade passt, in Heimgesucht. Auf schwer. Oh, da. Seht ihr das? Das sind aber nicht gerade viele Nägel. Och Mann. Dann würde ich sagen, setze ich jetzt direkt... Was mache ich heute überhaupt? Ich guck mal nach. Haben wir das schon mal gemacht? Also ja, ich habe es nicht freigeschaltet, aber vielleicht ja Maudado oder so, als wir zusammengespielt haben. Ich hasse das Spiel! Das ist ein richtig großes Flugzeug. Dann mache ich das. Fliegende Festung aktiviert! Uiuiui, wow. Ja, dann gehe ich da auf das untere und ein bisschen auf das obere. Ich stelle dich mal hier mitten rein. Und jetzt ganz schnell auf schärfere Pfeile und zentrierter Pfad, damit er mehr trifft. Kommt her, meine Kinder. Wo seid ihr denn? Okay, Papa, ich komme. Oh, was ist das da auf der Strecke am Anfang? Das sieht aber ganz schön spitz... Ach so, das ist einfach nur ein besserer Start. Ja, hallo? Oh nee, da gehen nur direkt wieder welche durch. Was passiert denn hier? Ja, egal. Ich habe doch das tolle Schild. Mir kann nichts passieren. Das Schild ist halt echt so geil für den Anfang. Ich brauche unbedingt das Nie-Daneben-Zielsystem. Erst dann habe ich das unter Kontrolle. 2300. Ach komm, Leute, ich war krank. Ja, ich darf das. Einmal bitte. Ja, ein bisschen Geld und jetzt... aktiviert. Reicht das jetzt? Ja, sehr schön. Das Upgrade ist so wichtig. So, und als nächstes den neuen Helden. Ja, warte mal, ich mach das mal hinweg. Etienne. Keine Ahnung, ob der überhaupt irgendwie in der Nähe von den Leuten stehen muss, aber ich gehe mal auf Nummer sicher. Und das da ist meine Drohne. Okay. Naja, doch. Das macht Sinn. Weil die Drohne jetzt gerade auch vor allem noch in dem Radius rumfliegt, wo er sich gerade befindet. Dann Schnellfeuer als nächstes. Und das Upgrade. Viel mehr Pfeile. Ach lol. Ich habe aber 6000. Ich war gerade kurz weg und der rattert ja einfach weiter durch. So, warte. Ich brauche mal eben ein Dorf. Zack. Dann in die Mitte für den Radarscanner und nach oben für stärkere Affen. Und als nächstes eine Bananenplantage in Verbindung mit meinem neuen Bananenpflücker. Ah, cool.
Das ist ja nice. Ja, ich finde, das hat sich gelohnt. Zumal das auch jetzt irgendwie nur in den nächsten Tagen erhältlich sein wird. Und dann wie immer auf das obere und auf die Mitte. Oh oh, Alarm im Darm. Alarm. Was, oh Gott, was mache ich denn? Ich brauche das da ganz kurz. Ja, einmal. Ja, okay. Sorry, das musste ich einmal tun. Ich habe mich nämlich nicht darauf vorbereitet, dass da was Böses kommt. Ich kaufe noch hier so eine Palette. Ja, schnell bitte. Bitte, bitte. Bombe, Bombe. Einmal hier rein. Größere Bomben. Oh oh, ich bekomme Schaden. Worauf gehe ich denn? Balloon-Aufschlag für den Stun. Und dann in die Mitte. Okay, ich habe ein bisschen Leben verloren. Aber das ist ja halb so wild. Dann noch den Baum da wegmachen. Vielleicht noch einen kleinen Eisaffen hier hin. Und bei dem gehe ich dann auf Eiszapfenpfahl, damit ich die ganzen Schiffe schön einfrieren kann. Oder mache ich hier was anderes? Ja, eigentlich wäre arktischer Wind wichtig. Okay, ich gehe auf arktischer Wind. Arktischer Wind! Aktiviere dich! Dann noch ein bisschen Bananenplantutsche. Und vielleicht nochmal ein bisschen Bananenplantutsche. Hoffentlich kommt da gleich keiner durch, ey. Das sieht jetzt schon wieder sehr gefährlich aus. Oh nein, das sieht richtig gefährlich aus. Ich brauche das da ganz schnell, bitte. Damit die endlich gestunt werden und stehen bleiben. Blumen, Aufschlag. Okay, das reicht. Ein Schiff. Hallo. Hier einmal ein Drohnenangriff. Weiß zwar nicht genau, was es bringt, aber das sieht sehr stark aus. Oh ja. So ein Glück. Das war schon wieder knapp. Aha. Jeder einzelne Turm von mir kann getarnte Bloons attackieren. Ach ja. Alle Affen erhalten Bloon-Enttarnungsfähigkeit. Cool. Damit würde man sich vielleicht das Affendorf sparen. Zumindest die Skillung in der Mitte. Schön in die Mitte. Und dann gehe ich auf das untere. Für die Affenstadt, aka mehr Geld. Und größerer Radius. Und jetzt müsste ich da am besten nochmal so ein Flugzeug hinstellen. Nein. Oh mein Gott, wie knapp. Kann ich da was hinbauen? Da kann ich was hinbauen. What? Dann gönne ich mir noch für einen größeren Radius einmal den Schneesturm. Und jetzt gehe ich auf die Spukgestalt. Hallo Schäfchen, hier. Einmal Fähigkeit aktivieren und du bist tot. Ja. Spukgestalt aktiviert! 130.000! Das habe ich ja gerade gar nicht gesehen. Oh nein. Dann stelle ich wohl noch ein paar Plantagen. Oh, ich trottel. Durch den arktischen Wind kann ich doch wahrscheinlich hier aufs Wasser noch einen Turm platzieren. Dann packe ich da noch einen weiteren Eisaffen hin. Ja, damit der auf das untere geht und die Schiffe langsam machen kann. Da jetzt kommen die alle. Und ich brauche unbedingt einen Klebstoffschützen. Ja, ihr schafft das. Oh, die Feuerfähigkeit. Cool. Ein paar Runden später. Und ich habe genug Geld. Fliegende Festung. Das ist ein richtig großes Flugzeug. Ja, schon relativ groß. Und was macht das jetzt? Zeig mal. Ich mach extra langsam. Ja, der schießt einfach dann mit seinen Raketen drauf. Der schießt in zwei verschiedene Richtungen mit den dicken Dingern. War das vorher auch schon so? Ja, krass. Also stark ist das schon. Ich glaube, ich hol einfach... Na, ich will eigentlich das Upgrade da mitnehmen, bitte. Mann, warum geht das nicht? Da ist ja auch egal, dann packe ich es halt da hin. Und dann gehe ich auf das obere und auf das untere. Operation Fallsturm. Und nur für 43.000 der Himmelsschredder. Diese Preisunterschiede. Und wie teuer ist das in der Mitte? Nur 37.000. Das untere muss doch viel stärker sein. Und da ist auch schon die letzte Runde. Das war's? Was war das denn für ein Billo-Schiff? Können die da mal bitte irgendwas Stärkeres kommen lassen? Naja, ich drücke auf Weiter und schaue mal, wo ich sterben würde, wenn ich nichts mehr baue. Ja, bis Runde 101 mit insgesamt
555.000 Affendollar. Das kann sich doch sehen lassen. Oder, Leute? Okay. Dann bewertet den Part, schaut noch in die Videobeschreibung, da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.